Dieses Verkehrsschild haben Sie sicher schon mehr als einmal gesehen. Es besagt, dass hier Steine auf der Straße liegen könnten, wie der unterste Stein auf dem Schild. Schlimmer wäre, wenn die Steine noch in der Luft wären. Mich interessiert aber der Stein am Boden. Wie weit dringt er in den Boden ein und welche Kräfte wirken beim Abbremsen des Steines? In diesem Video werden Sie sehen, wie die Kraft, die Bremskraft dieses Steines berechnet werden kann. Und Sie werden sehen, es ist ganz einfach, das zu machen. Um den Abbremsprozess von Steinen auf Böden zu analysieren, habe ich über 200 Versuche gemacht. Auf dem Bild sehen Sie den 4000 Kilogramm Stein, ausgerüstet mit Sensoren, und die Sensoren messen die Verzögerung des Steines. Die Verzögerung sagt aus, wie viel sich die Geschwindigkeit pro Zeiteinheit ändert. Und meine Sensoren haben 2.000 bis 5.000 Mal pro Sekunde gemessen und diese Daten habe ich übertragen in mein Büro, das Sie da unter der grünen Plache sehen. Dort steht ein Stuhl, ein Tisch und ein PC und das war meine Infrastruktur, um das messen zu können. Nach jedem Versuch habe ich die Spuren des Steines vermessen. Hier ein Einschlagkrater eines 4000 Kilogramm Blockes. Ich habe natürlich auch noch kleinere Steine verwendet, einen 800 Kilo Block habe ich verwendet und einen größeren Stein, der wog dann 8000 Kilogramm. Bevor ich nun mit den Erklärungen beginne, möchte ich Ihnen zwei einfache Grundlagen zeigen, die Sie beherrschen sollten, wenn Sie diesen Video anschauen. Es ist ganz einfach. Die erste Grundlage ist die Berechnung der Geschwindigkeit aus dem freien Fall, also v gleich Wurzel 2gh, oder eben andersrum, h ist v² durch g. Die zweite Grundlage ist die Berechnung der Kraft aus Masse und Beschleunigung, das heißt F gleich M mal A. Aber in unserem Beispiel haben wir ja keine Beschleunigungen, sondern Verzögerungen. Ich erachte hier die Verzögerung auch als positiv und lege fest, dass die Verzögerung eben entgegengesetzt der Geschwindigkeit wirkt. Das ist mathematisch nicht ganz korrekt, aber wenn wir das hier so definieren, können wir das gelten lassen. Kehren wir zurück zu den Versuchen mit den Betonwürfeln. Ich habe diese ja aus verschiedenen Fallhöhen fallen gelassen. Aus 2,5 Meter, 5 Meter, 10 Meter und sogar aus 15 Metern. Wir sehen uns nun ein Filmmann mit einem 4000 Kilogramm Block, der aus einer Höhe von 15 Metern auf den Boden fällt. Gut. 3, 2, 1. Viel Staub um nichts, könnte man meinen. Aber so war das nicht. Ich habe bei jedem Versuch die Eindringtiefe gemessen, die Geschwindigkeit gemessen und eben, was das Wichtige daran, die Verzögerung gemessen mit 2.000 bis 5.000 Messungen pro Sekunde. Um nun eine erste Auswertung dieser vielen Messungen machen zu können, nehme ich vorerst mal nur die Fallhöhe. Die Fallhöhe und die Eindringtiefe. Diese beiden Werte vergleiche ich und multipliziere diese Zahl mit 20. Zu den 20 gehört noch eine Einheit, und zwar Meter pro Sekunde im Quadrat. Wenn ich jetzt also die Fallhöhe durch die Eindringtiefe dividiere, mit 20 multipliziere, erhalte ich schon eine maximale Verzögerung. Die maximale Verzögerung, die geherrscht hat, um diesen fallenden Stein abzubremsen. Aber wir suchen ja die maximale Bremskraft. Und dazu müssen wir diese maximale Verzögerung mit der Masse multiplizieren und schon haben wir die Bremskraft. Sie werden sich jetzt sicher fragen, ob das überhaupt möglich ist, mit so einer einfachen Formel zu rechnen. Und da muss ich Ihnen sagen, es ist nur die halbe Wahrheit.
In Tat und Wahrheit, wenn wir von einem Mittelwert reden, dann liegt dieser Mittelwert bei 75% von diesem Wert und eben nicht mit der exakten, stimmt eben nicht mit der exakten Formel überein. Aus den verschiedenen Versuchen mit vielen Geschwindigkeiten, mit vielen Fallhöhen, mit verschiedenen Massen sind dementsprechend vielfältige Resultate entstanden. Auf der X-Achse habe ich hier die Eindringtiefe aufgezeichnet und auf der vertikalen Achse habe ich die maximalen Verzögerungen aufgeschrieben und von jedem Versuch dieses Datenpaar aufgezeichnet. Sie sehen auch die verschiedenen Farben aus diesen verschiedenen Fallhöhen und einen generellen Zusammenhang zwischen der Verzögerung und der Eindringtiefe. Um nun eine bessere Ordnung in diese vielseitige Angebot, in diese vielseitigen Resultate zu geben, muss ich mir da etwas einfallen lassen und da habe ich einen Wegfaktor erfunden und einen Verzögerungsfaktor erfunden. Der Wegfaktor vergleicht die Eindringtiefe oder eben der Bremsweg mit der Strecke, die der Stein zurückgelegt hätte, in der Bremszeit. Zu jedem Versuch gibt es ja auch eine Bremszeit und das nehmen wir jetzt zu Hilfe. Auf der anderen Seite habe ich auch einen Verzögerungsfaktor eingeführt, der den maximalen Wert der Verzögerung vergleicht mit einem durchschnittlichen Wert der Verzögerung. Der durchschnittliche Wert der Verzögerung wird einfach gebildet, indem man V durch die Bremszeit dividiert. Ich habe hier nun die Resultate der vorherigen Versuche nochmals dargestellt. Und zwar auf der X-Achse befindet sich nun der Wegfaktor und auf der Y-Achse der Verzögerungsfaktor. Und Sie sehen auch, dass der Mittelwert dieser Versuche bei 0,75 liegt, also irgendwo bei der Linie FD mal FP gleich 0,8 und nicht auf der Linie FD mal FP gleich 1,0. Die Formel sagt nämlich, dass das ein oberer Grenzwert darstellt und wir mit unserer Formel diesen Grenzwert berechnen. Wir haben also bei der Anwendung der Formel noch einen gewissen Anteil Reserve drin. Wenn wir uns nun diese Grundformel nochmals anschauen, wo wir eben den Verzögerungsfaktor und den Wegfaktor multiplizieren und das ausschreiben mit den Grundeinheiten, dann sehen wir, dass diese Bremszeit T gekürzt werden kann und wir erhalten ein Resultat, das dann eben lautet, A max, das heißt die maximale Verzögerung, wird V Quadrat durch Eindringtiefe. Wir haben nun zwei Formeln, um A max auszurechnen. Auf der einen Seite haben wir ja anfänglich gesagt, wir dividieren die Fallhöhe durch die Eindringtiefe und multiplizieren das mit 20. Und jetzt haben wir gesagt, wir rechnen V Quadrat durch die Eindringtiefe, das gäbe auch A max. Grundsätzlich stimmen beide Formeln und wenn wir das vergleichen und mit der Formel des freien Falles nachrechnen, so sehen wir, dass eben diese 20 Meter pro Sekunde im Quadrat der doppelten Erdbeschleunigung von 19,6 Meter pro Sekunde im Quadrat entsprechen. Und ebenso wir nicht zwei Formeln haben, sondern eine und die gleiche. Nur ein bisschen genauer und ein bisschen weniger genau. Zurück zu den reellen Eindringtiefen. Ich möchte nun auch diese Eindringtiefen berechnen und schauen, wie kann ich das machen? Aufgrund der von mir erhobenen Daten. Ich bin auf der Suche gewesen, im Internet und überall und habe dann Heinrich Hertz gefunden. Heinrich Hertz war ein deutscher Physiker und hat vor langer Zeit gelebt. Er hat aber auch eine Formel erfunden, wie kann ich die maximale Kraft beim Aufprall berechnen? Und diese maximale Kraft sagt nun aus, dass ich eben
eine Form habe, die vom ME-Wert abhängig ist, die vom Radius einer Ersatzkugel abhängig ist und von der Energie. Ich habe nun diese Formel genommen und umgerechnet. Aus der Masse habe ich den Radius wegdividiert und die Energie habe ich auch ersetzt durch Masse und Geschwindigkeit. Ich habe nun herausgefunden, dass diese Formel mit dem Faktor 9,92 mal ME hoch 0,4 mal die Masse hoch 2 Drittel mal die Geschwindigkeit hoch 1,2 dieser Formel von Hertz entspricht. Und da habe ich nun, diese Formel habe ich nun verbunden mit der vorhin gezeigten, wo wir gesagt haben, A max ist V Quadrat durch die Eindringtiefe. Das habe ich nun miteinander verbunden und erhalte so eine Formel, die eben mir die Eindringtiefe darstellt. Ich habe einen einheitlichen ME-Wert genommen von 30.000 Kilopascal und nun meine Versuche nachgerechnet. Und diese Formel zeigt nun, dass die Eindringtiefen bei den großen Steinen, bei den schweren Steinen, zu groß ist. Das heißt, ich habe die Versuche der 8000 Kilogramm Würfel verglichen mit dieser Formel und stelle fest, dass sie daneben liegt. Daher habe ich eine eigene Formel erfunden, respektive diese Formel abgeändert und die heißt nun 0,16 mal ME hoch minus 0,4 und die Masse potenziere ich nun mit dem Wert 1 Viertel und die Geschwindigkeit bleibt potenziert mit 0,8. Mit dieser neuen Formel komme ich viel näher an die Versuchsresultate heran und diese Formel stimmt besser überein. Die roten Punkte stellen die Eindringtiefen der verschiedenen Versuche dar. Wollen wir die Eindringtiefen berechnen? Sehen wir hier verschiedene Stufen und diese Stufen stellen die verschiedenen Fallhöhen dar. Fallhöhen von 2,5 Meter, von 5 Metern, von 10 Metern und von 15 Metern. Wir können nun also diese Eindringtiefen berechnen. Ich habe nun diese Formel für die Eindringtiefe umgewandelt in eine Formel zur Berechnung der maximalen Verzögerung und dabei resultiert ein Wert von 6,25 aus dem reziproken Wert von 0,16 und die Geschwindigkeit geht mit einem Exponenten 1,2 einher und dieses 1,2 resultiert aus dem Quotienten V² durch V hoch 0,8. Wir können also nun auch diese maximalen Verzögerungen berechnen. Und das werden wir auf dem nächsten Diagramm darstellen. Die blauen Punkte stellen nun die maximalen Verzögerungen dar. Die schwarze Linie ist das Resultat der Berechnungen, und zwar mit dem ME-Wert, der auf der rechten Skala dargestellt ist. Anfänglich habe ich mit einem durchschnittlichen Wert von 30 MPa gerechnet und für die Versuche 1 bis 24 musste ich den ME-Wert kleiner einsetzen, da diese Versuche auch auf weicherem Boden stattgefunden haben. Im Gegensatz zu den Versuchen Nummer 85 bis 96, bei diesen Versuchen wurde der Stein auf verdichteten Boden fallen gelassen und daher habe ich dort einen ME-Wert von 50 MPa eingesetzt. Werfen wir nochmals einen Blick auf die Versuche mit den Wurfkörpern auf die Betonplatten. Die Betonplatten wiesen eine Größe von 3,5 x 4,5 Meter auf, waren 25 bis 35 cm stark und mit verschiedenen Schichten geschützt. Einerseits hatten wir viele Versuche mit einer Schutzschicht aus 40 cm Kies und auf der anderen Seite hatten wir auch Schutzschichten von 80 bis 1,20 Meter starkem Glasschaumschotter. Verwendet wurden wiederum der kleine Stein mit 800 Kilogramm Masse und aber auch ein großer mit 4 Tonnen Masse wurden verwendet und diese wurden wiederum aus verschiedenen
verschiedenen Fallhöhen fallen gelassen. Um es nun kurz zu machen, komme ich direkt auf die Resultate der Verzögerungsfaktoren und der Wegfaktoren zu sprechen. Die Verzögerungsfaktoren waren weit größer als diejenigen beim Boden. Es gab Werte bis zu einem Wert von 8 und dementsprechend klein waren dann eben diese Wegfaktoren. Grundsätzlich folgen diese Versuche auch wieder der allgemeinen Formel, die da heißt A max gleich V Quadrat durch Eindringtiefe. Allerdings ist der Durchschnittswert bei diesen Versuchen einiges höher als bei den Versuchen auf den Boden. Wir haben hier einen Durchschnittswert, der bei 1,1 liegt. Und wenn ich hier will, einen maximalen Wert definieren, so habe ich gesagt, ich lege diesen Wert auf 1,4. Und das heißt, wenn wir solche Versuche nachrechnen wollen, rechne ich A max gleich 1,4 mal V Quadrat durch Eindringtiefe. Ich hoffe nun sehr, dass ich Sie mit meinen Formeln nicht zu sehr strapaziert habe. Mit diesen Formeln können Sie den Eindringprozess von Steinen auf Boden berechnen. Sie müssen eine realistische Einschätzung machen der Eindringtiefe und somit können Sie die maximale Verzögerung berechnen. Diese maximale Verzögerung multiplizieren Sie mit der Masse und schon haben Sie die anfänglich gesuchte Bremskraft. Diese Bremskraft kann sowohl für Impact auf Boden angewendet werden, aber auch sie kann angewendet werden, wenn der Stein auf geschützten Beton fällt. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Anschauen und würde mich freuen, mit Ihnen die Problematik vom Abbremsprozess einmal persönlich zu besprechen können.